An der dritten Station von meiner Ausbildung zum Cowboy bin ich heute zu Gast beim Pistolenschützenbund Reiden. Heute bin ich eigentlich schon in meiner Cowboy-Montur unterwegs. Beim Schießen soll auch die Sicherheit im Vordergrund stehen. Der Präsident des Vereins, der Michael Hell, führt mich heute ins Pistolenschießen ein. Los geht's! Am Anfang erklärt mir der Michael Hell, wie das eine Pistole funktioniert. Vom Abzug bis zum Zielmechanismus. Für mich ist es nämlich das erste Mal, dass ich eine Pistole in der Hand habe. Wir starten nachher mit dem Luftpistolenschießen. Auch hier findest du genau das gleiche wieder. Kimmel und Korn. Ja. Und hier ist auch ein Vorzug. Das heißt, man kann hier dran fahren. Und wenn man schneller fährt, hier ist es. Der müsste jetzt immer sein. Jetzt wird es schwierig. Die nächsten Schüsse müssen natürlich jetzt fast genauso werden. Ha? Das Ganze braucht recht viel Konzentration. Nach ein paar Schüssen sind die Resultate aber immer besser. Als nächstes sind wir mit der Sportpistole auf 25 Meter Entfernung schiessen. Der Michael zeigt mir nochmal, was ich alles muss beachten Vom Schussbild her hast du die schon recht weit alle zusammen. Das heißt, du hast ja jetzt hier so in dem Bereich gedacht. Jetzt würden wir anfangen, die Pistole einzustellen. Weil wenn drei Schüsse in die Richtung gehen, dann wird es jetzt vielleicht größtenteils schon an der Pistole liegen. Sportpistolenschiessen ist schwieriger als Luftpistolenschiessen. Aber mit der richtigen Technik geht auch das noch bis nach ein bisschen besser. Zum Schluss durfte ich dann noch mit den Freipistolen schiessen. Das Besondere an deren ist, dass die Schützen die an den Wettkämpfen so konfigurieren dürfen, wie sie wollen. Im Gegensatz zu den Sportpistolen, wo strengen Anforderungen muss genügen. Die Schiessausbildung ist hier damit vorbei. Wenn ich Konkurrenz schiessen könnte, würde es noch lange dauern. Was ich aber heute gelernt habe, ist, dass im Schiessstand alles andere als wie im Wilden Westen zu und her geht.